Ja, willkommen zurück hier zu Final Fantasy X. Wir sind hier immer noch auf dem Schiff mit Rico. You said you play Blitzball? You know, you should go to Luca. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Okay, leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. You'd rather stay here? Okay, I'll go tell the others. Wait here. Oh. And one thing. Don't tell anyone you're from Xanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. Ja, interessant, was wir da so erfahren, ne? Heiliger Ort, Ruinen, Yevon, wer auch immer das ist. Mal sehen, ob wir es rausfinden. Some kind of holy place? Yeah, right, I thought. Since when? Yevon? Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place. That I could go back in a day or two. But 1,000 years into the future? No way! Whoa, whoa! Ach, wie nett, dass er uns auch fragt. Ja, dann machen wir das gleich mal, ne? Ist zwar bis jetzt noch nichts passiert, aber hey, man weiß ja nie. Das ist feine Fantasy. Ja, dann schwimmen wir doch mal zu diesen netten Herren da mal hin. Mal sehen, was die uns zu sagen haben. Amateur.
play for? The Zanarkin Abes. What team you say again? I meant... forget that. I got too, close to Sin, and my head's all foggy-like. So, I don't know where this place is, or even where I came from. Sin's toxin got to you, but you're still alive. Praise be to Yevon. All right, back to practice. I'm Waka, coach and captain of the Besaid Orox, brother. What? You hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. Ja, ich weiß nicht, ob wir dem hinterher rennen sollen. I felt like I could trust this Waka, so I just had to ask. It's true Zanarkin was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Zanarkand along with him. Yeah, that was about 1,000 years ago. Just like you said. If you ask me, Sin's our punishment for letting things get out of hand. What gets me, though, is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? But you from the Zanarkand Abes, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying the team never existed, yeah? Ha ha, but you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was... everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I'd just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better, maybe. Ja, was soll ich dazu sagen, dass wir hier nicht schon wieder ein Speicherpunkt ist? Das ist unglaublich. Also du kannst ja hier speichern bis zum Abkotzen. Hey, it's this way. This way. Ja, dann auf geht's. Das ist doch nicht der Weg. Na toll. Was sollen wir jetzt hier machen? Können wir tauchen? Jo. Wir können hier nichts Großartiges machen. Hat er echt uns mal wirklich in die Kacke gerissen. Irgendwie habe ich das noch in Erinnerung, dass wir... Oh, Pinkam. Ach, er kämpft mit. Das ist ja dann wenigstens etwas. Der Feigling. Mal sehen, was er so drauf hat. Lindhieb. Und es macht zum Glück Schaden. Na, dann schwimmen wir mal weiter hier. Kann ja nicht so schwer sein. Mal sehen, können wir irgendwo was erkunden? Gibt es irgendwo was, was man entdecken kann? Irgendwelche Geheimnisse? Mal sind solche Spiele doch einfach nur Foltern. Ein Hinterhalt von irgendwelchen komischen Viechern. Ich würde mit dem mal gerne mal von nahen ansehen. Ihr auch? Die sehen schon ein bisschen interessant aus, diese Fische.
Piranhas, was auch immer das sein sollen. Gibt es sowas wie so ein Monster-Kompodium? Ach ne, es gibt ja nur das Pausenmenü. Da ist aber eine Truhe. Die schwebt anscheinend. Antidot. Naja, bis jetzt haben wir ja noch kein Giftvieh erlebt. Ne? Okay, man soll es jetzt ja nicht heraufbeschwören. Er mit seinem Ball, ey. Kann er nicht irgendwie mal ein Schwert oder eine Waffe in die Hand nehmen? Anstatt diesen Gummiball. Zählt das überhaupt als Waffe? Bei den Japanern ist, glaube ich, alles eine Waffe. Selbst so ein Gummiball. Alter, machen die Schaden. Okay, dieser Gummiball auch. Mit seinen Noppen. Warum können wir nicht mehr unter Wasser gucken? Was ist denn da jetzt schon wieder kaputt? Let me go. Got a favor to ask you. You want me on your team, right? A major Blitz tournament's coming up. All the teams in Spira will be there. It's so huge, I'm sure someone there will recognize you. Then, you can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you say, huh? Come on, come on! Sure thing. Dude, our team is gonna rock, eh? I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Zanarkand had in common. I wasn't too far off either. This is where I was born. I started Blitz when I was 5. I joined the Aurochs at 13, 10 years ago. 10 years, and we never won a game. Well, after last year's tournament, I quit. Time seemed right. So, after quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. 10 years without a single win will do that. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey, hey! So, you want to win the next tournament? Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. As long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No. If I say, what's our goal, you say, victory! When you play in a Blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? Ja, kleine Ziele haben wir ja anscheinend nicht, ne? Also wir sind ja echt anscheinend gut dabei oben. Oder sagen wir mal, hochmütig. Nun gut. The one from the sea. Be on guard. There are fiends on the road today. After surviving your run-in with Sin, it would be a shame if something happened now. Who are they? Luzu and Gata, Crusaders. Huh? Crews of what? What, you forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cup.
Cool. About the Crusaders, you can ask them yourself. They got a lodge in a village. Naja, Bürgerwehr. Seltsamer Ausdruck, wenn ihr mich fragt. Wirklich seltsamer Ausdruck. Crusade Village. They got any food there? We'll get you something over there later. Take a look around first. Let's see. The Crusaders' Lodge is over yonder. Luzu and Gata are usually there. All right. Over here. Huh? What's up? You do remember the prayer, right? Of course I'd never prayed before in my life. Not that he would know that. You must have forgot or something. Here, I'll show you. Go ahead, you try. Also wenn das ein Gebet sein soll, ich weiß nicht. Any Blitzball player would know that prayer. It was the Blitzball sign for victory. Nun dann, gehen wir mal hier die Häuser ab. Interessantes hier in den Häusern. Nichts. Hier ist auch noch so ein Haus. So, ein Shop. Da ist der Wacker. Oder Walker, oder wie man das auch aussprechen will. Gehen wir da mal rein. Da sind ein paar Leute am Brettchen weben. Oder einen Teppich machen, wer weiß, was die da machen. Und da ist die Bürgerwehr, da will ich aber nicht rein. Wir sollten ja zu dem Medium. Media. Was auch immer. It was then, standing in that place. I began to realize how different this world was from my own. Since Lord Braska became High Summoner. And finally, we receive a statue for our temple. Well, what's a High Summoner? I got too close to Sin's, toxin. It was funny hearing myself make the same excuse over and over. Funny, and a little sad. The summoners are practitioners of a sacred art, sworn to protect the people of Yevon.
Only a chosen few become summoners, who call forth entities of great power, the Aeons. The Aeons hear our prayers and come down to us. They are the blessing of Yevon. So what he meant was that we should respect some kind of great men, or something like that, I figured. Ja, übermenschlichen Opas. Hat er gut ausgedrückt. Mal sehen, was wir hier so finden. Irgendwo muss doch was geben, was wir mitnehmen können. Außer diesen leeren alten Männern. Können wir da rein? Da ist auch nix. Ich denke, wir sollten in diesen Tempel. Was hat der Wacker uns da jetzt schon wieder erzählt? Schrecklich, dieser Typ. Achso, na gut, dann halt nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir da irgendwie nochmal hinkommen. So, hier ist nix, da ist nix. Oh. Dann würde ich mal sagen, auf zu Wacker. Oder gehen wir doch nochmal zur Bürgerwehr. Wir gehen nochmal zur Bürgerwehr. Na, was hast du da für uns? Nachher vielleicht. Was ist das? Ah, okay, so ein Tutorial-Scheiß. Habe ich da eben einen Speicherpunkt gesehen? In der Tat. Und eine fiese Katze. Nun gut, wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Oder ein Abo. Oder beides. Ich würde mich jedenfalls freuen und dann sehen wir uns auch im nächsten Part wieder bei Final.